So, gucken wir uns jetzt mal Formcheck an mit Fabian Mayer und ich glaube Aldin Aliagic. Naja, schauen wir jetzt mal. 123,7. Also ähnlich mal ein bisschen was passiert. Er ist genau 20 Kilogramm schwerer als ich. 20? Okay, er ist 20. Servus Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bzw. zum zweiten Teil, denn vor kurzem war... Ich hasse ja wie die Pest österreichischen und schweizerischen und bayerischen Akzent, Dialekt, whatever. Mag ich nicht, aber Fabian Mayer ist so ein sympathischer Kerl, den kann man das nicht übel nehmen. Der ist so lieb, der ist so lieb. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der mal sauer ist oder wenn der mal ausrastet. Das geht für mich nicht. Der hat auch so ein Babyface. Eigentlich. Aldin Aliagic bei mir zu Besuch in Steyr und wir haben beide gemerkt. Und Aldin noch schlimmer. Wenn Aldin redet, den kann man gar nicht sich vorstellen, dass der mal böse ist. Oder zum Push-Turnier, wenn man ordentlich eine draus hat, die findet ihr jetzt bereits auf YouTube. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch, wir sind beide FBB Classic Physik Bros und wir starten. Robert, denk dran. Muskeln sind nur Optik. Ja? Wenn du schlau bist, dann weißt du, dass sogar einer mit Muskeln auf der Straße, wenn es jetzt um Kämpfe geht, weil du sagst, ja, Rühl hätte der nicht so viele Muskeln, hätte der sich schon eine gefangen. Klar, das verschafft manchen Leuten Respekt, aber Muskeln sind nur Optik. Hier musst du Banane sein, hier musst du trainiert sein. Entweder bist du von Grund aus im Kopf kaputt oder nicht. Du kannst deine Psyche nicht trainieren, wenn wir jetzt auf diese Sachen jetzt gehen mit auf die Schnauze hauen und der ist stärker oder der kassiert einen aufs Maul. Muskeln ist nur Optik. Klar, vielleicht schreckt das den einen oder anderen ab, aber in einem Fight 100%. 100% in einem Fight, der mit Muskeln, der kann nichts bewirken. Der ist langsamer, der ist unbeweglicher, da kommt einer, der wiegt 20 Kilo weniger, ist im Kopf ein Psychopath, der haut ihn auf die Schnauze, da steht der Muskeltyp nie wieder auf. Klar, wenn so ein Markus Rühl mit seiner vollen Wucht ausholt, ist auch schlimm. Aber denkt dran, Freunde, Muskeln ist nur Optik. Deswegen, falls ihr mal irgendwo Stress habt, ich meine, keine Macht der Gewalt, ne? Gewalt ist keine Lösung. Aus dem Alter bin ich auch schon lange raus. Wenn mich einer draußen anmacht und zu mir irgendwas sagt, sage ich, alles klar, gute Nacht, auf Wiedersehen, Dankeschön für die Beleidigung, ist mir egal. Ich bin aus dem Alter raus, aber wenn es darauf ankommt, ich denke mal, Muskeln ist nur Optik, Digga. Ja? Das ist nur Optik, das macht nicht viel aus. So. Beide auf die Klette. Danke für 100 Zuschauer, Freunde. Sehr, sehr geil. Welchen Wettkämpfe? Das bedeutet, wir starten gemeinsam in Spanien, in Portugal und auf drei Wettkämpfe in Amerika. Und es ist okay. Irgendwo naheliegend, dass man da mal links und rechts schaut, dass man schaut, wie schaut die Konkurrenz aus. Und auch wenn es keine richtige Rivalität gibt, auf der Bühne sind wir schlussendlich Konkurrenten. Und genau aus diesem Grund haben wir für euch jetzt einen Formcheck aufgenommen. Also schaut es euch an, viel Spaß dabei und haut gerne eure Meinungen, Fragen, Wünsche oder Anregungen in die Kommentare. Aber jetzt viel Spaß mit dem Formcheck. Was für ein geiler Songcheck. Hat der für Beine. Leider ist Aldin da ein bisschen überbelichtet, ne? Bisschen überbelichtet. I had to break ties. Aber Fabi, Alter. Bruder. Und ihr dürft nicht vergessen, da sagt einer, Aldin sieht neben ihm aus wie ein kleines Kind. Aldin ist trotzdem noch ein brutaler Athlet, ne? Aber leider ist das, der ist hier zu überbelichtet, ja? Schade. Aber trotzdem, allein jetzt Fabis Form, wenn wir jetzt nur auf den gehen, das ist abnormal. Was hat der bitte für einen Beinbeuger bekommen, Digga? Das ist geisteskrank.
Und er sieht einfach so überbelichtet, dass man hier einfach, man denkt, hier ist Ende. Gut, also ich finde, ich sehe halt alle zwei, drei Tage was Neues. Ja. Also der Progress ist so langsam, dass man ihn trotzdem noch sieht, aber da, existent, ich habe wirklich alle zwei Tage Drops und das fällt halt auf, wenn du zum Beispiel irgendwann die ersten Teilungen in den Beinen kriegst und du weißt, okay, gut, es geht bis nach oben. Die Taille wird... Nein, warum soll denn Aldi Netti sein? Sagt doch keiner, hat er auch noch nie gesagt. Schmaler, weil ich sehe in der Offseason ganz anders aus, weil meine Taille dicker ist, ne? Viel mehr Bauch. Ich finde das bei dir sehr stark in gestauchte Posen ein bisschen. Mhm. Aber sobald ein bisschen länger ist, wird die ultra schmal. Ja. Also so im Line-Up oder Doppelbizeps vorne ist ganz, ganz schmal. Ja, und das wird halt noch, also ich weiß halt, dass die Taille so richtig noch richtig dünn wird, dass du so wirklich nur noch die Organe fast schon reinfühlen kannst. Ja. Ne? Das ist der Part, wo es Spaß macht, wo es auch am anstrengendsten wird. Aber ich fühle mich gut, ich übe das Posing, ich bin vorbereitet so immer weiter rein. Je näher wir kommen, desto besser fühle ich mich auch. Wie viel Posing übst du aktuell? Ich übe nach jedem, also eigentlich jeden Tag. Ja. Vakuum übe ich sozusagen, ich mache eigentlich nur Atemübungen für Vakuum. Vakuum würde ich auch, beziehungsweise habe ich auch damals in der Prep immer morgens nüchtern gemacht, vor oder nach dem Cardio, immer 10 Durchgänge einfach den Bauch reinziehen und so lange halten, wie es geht, also meistens für 10 Sekunden, 15 Sekunden und dann wieder raus. Hat mir extrem viel geholfen, also ich habe auf dem Wettkampf brutale Vakuum hingelegt. Das war echt krass. Da müssen wir uns auch mal reinziehen. Um sie länger zu halten, ja. Wie lange kannst du sie aktuell halten? Das würde mich so interessieren. Wenn ich die Atemübung mache, ja. Am Stück, ja. Ausgeatmet, war mein Rekord 32 Sekunden. Sehr, sehr lange. Ja. Wie geht's dir, wenn du flexst dabei, wenn du spannst? Top 5 sage ich auch niemals. Das braucht nur ein bisschen. Auch wenn der hier brutal aussieht, der Fabian. Ich muss sagen, die Zeit minimiert sie extrem, sobald du komplett in der Spannung bist. Vor allem, wenn du entwässert bist und noch geladen und die Carbs kommen mit deinem... Safe. Entschuldigung. Posing ist krasser als Training, Alter. Das ist so krass anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Total. Puls sich erhöht und die Aufregung kommt. Also ich denke so, alles über 12 Sekunden ist gut. Ist gut. Das ist schon wirklich gut. Also das ist wirklich eine Belastung, ja. Ja, natürlich, und natürlich umso öfter du sie ziehst, also wenn du sie im Line-Up von vorne hast, wenn du sie in der Double-Bizeps hast, wenn du sie in der Favorite Classic Pose hast. Ja, wenn man den so sieht, er sieht nicht schlechter als Urs aus, aber Urs ist auf der Bühne einfach Urs. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der Fabian sah schon letztes Jahr brutal aus, aber Urs konnte er nicht schlagen. Und ich glaube, das wird dieses Jahr genauso sein. Urs ist einfach Urs. Sobald Urs die Wettkampffarbe drauf hat, sobald Urs auf der Bühne steht, ist Feierabend. Sommerfeld ist ja auch noch am Start, den habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich letzte Woche gesehen auf der Dennis Wolf. Hast du irgendwelche großen Ziele im Bodybuilding? Nein, ich möchte noch einmal auf die Bühne, das wäre mein Ziel. Einmal in der Bodybuilding-Klasse mich zu präsentieren, bis 102 Kilo. Das wäre mein Ziel, aber ansonsten nein. So, was haben wir jetzt hier? Weiter geht's. In der Bauch-Beinpose, das ist schon brutal. Das musst du wirklich gut einteilen. Und wenn du sie da über 10 Sekunden halten kannst. So, ich habe gerade hier die Nachricht erhalten. Alle Leute, die abonniert haben, hier, nicht gefolgt sind, sondern abonniert haben, egal wie, die können im Nachhinein sich den Stream auch hier komplett reinziehen. Ist schon sehr, sehr stark. Wenn ich die Bauchmuskeln hätte, würde ich an manchen Stellen auch gerne mal den Bauch flexen. Ja, ja. Zum Beispiel Abdominal Thighs, wenn ich die Bauchmuskelsymmetrie hätte, wie zum Beispiel ein Madelmann zum Beispiel, der halt die Bauchmuskeln schlechthin hat, da würde ich die auch gerne so flexen und die Vakuum weglassen, einfach nur um die Pause zwischendrin zu haben. Dank dir für den Follow, mein Lieber. Weil es anstrengend wird. Ja. Aber wie gefällt dir dein Progress? Und danke an konstante 100 Zuschauer. Sehr, sehr geil, Alter. Und wir haben schon gleich 23 Uhr. Cool. Sehr, sehr cool. Jetzt. Also grundsätzlich sehr, sehr gut. Gewicht war heute Tiefsgewicht, 123,7. Also 123,7 Tiefsgewicht. Wenn ich mal ein bisschen was passiert. Du bist genau 20 Kilogramm schwerer als ich. 20? Ja. Sieht man aber nicht so. Okay, der ist aber auch Kopf größer, ne? Bro, was geht? Was geht bei dir? Schön reagieren hier, wie du siehst. Schön live. Ja, jetzt lügt er hier. Du warst immer Selbstentschätzung und eigene Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung. So ein Dodge Ram neben einem Smart. Aldin macht dich nicht kleiner, als du bist. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Also ich glaube, diese Prep wird auf jeden Fall neu.
Chakalaka, danke dir für den Abo mit Prime. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Herausforderung, eine neue Erfahrung. Hammer. Das erste Mal, dass ich vermutlich Gewicht drücken muss, das kenne ich so bislang nicht. Ich hatte noch nie irgendwo ein Gewichtslimit und wenn ich es hatte, dann war ich nie annähernd am Limit. Also ich denke, dieses Jahr wird es knackiger. Wir haben ja bereits jetzt schon ziemlich gut angezogen, aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, Cardio bleibt mir spart, aber sicher bin ich mir nicht. Kommt auch an, wie wichtig dir dein Essen ist, ne? Essen ist mir wichtig. Wenn du irgendwann sagst, also, ey, komm, ich mache lieber eine halbe Stunde für ein bisschen mehr Essen, dann... Die Sache ist ja dann die wirklich, ob jetzt wirklich ein spürbarer Unterschied ist zwischen 2800 und 3000 Kalorien oder so. Man sieht jetzt hier den direkten Konstant, den direkten Vergleich, ne? Zum Video von gerade eben. Das sind manchmal spüre, beim zu Bett gehen oder in der Früh, aber nur nichts Tragisches. Was ich viel eher merke, ist so die letzten Tage, ist mir heute aufgefallen, dass der Energielevel sinkt. Mhm. Also tendenziell würde ich mehr Power-Ups brauchen, als ich momentan reinbekomme. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich gut und wir haben jetzt nur... Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.